Ja, machst du einmal an, Elisabeth. Recording in progress. Okay, I will stand a little bit. Okay. So, da will ich jetzt ein bisschen stehen. So. Ja, aber du bist das Bild weg. Die Verbindung ist kommt instabil. Wieder. Warte. Die kommt. Macht ihr den Repeater hier nicht drin? Na, der Repeater ist im Treppenhaus, steckt er gerade. Also bis jetzt haben wir keine Probleme gehabt weiter. Aber wenn du jetzt rausziehst, dauert es erstmal eine Zeit, bis er sich aufgebaut hat. Nee, das wird hochgezogen. Nee, das ist... Why is something smell going here? Achso, ich verstehe, aber das ist nochmal verstärken. No, ist doch schon okay me. Jetzt, ne? But you are not me. No. Hm? Ich meine, da ist jetzt alles passend, ne? Ja. Okay. Where we end up, actually? Jetzt wollten wir zu den vier Punkten noch. Nee, ich glaube, so ist wir waren, bei Abel. Wir haben über Sklaven von Sklaven von Sklaven. Wir haben über... Der Diener? Über den Diener. Wir haben über keinen und wir haben über Abel geredet. Und du hast erklärt, dass Abel in der mittleren Dimension ist. Und jetzt wolltest du noch über die vier anderen erklären, war die Frage. Slave and slave of slave. Ja. A servant position? Ja. Kein Habit position? Ja. Und jetzt kommt Nummer 5, da hast du das, was man nicht erkennt. No, das ist 6 position. Slave of slave of slave. Okay, das ist egal. Das ist servant position? Ja. Dann kein Habit, position? Ja. Er hat auch ganz am Anfang gesagt, die ersten drei Positionen. Und das ist Sklave, der Sklave, der Sklave. Also das sind wir jetzt schon. Mit dem Adel bei Nummer 6 fehlen aber immer noch 2. Es sind 3 verschiedene. Yes. Also, das habe ich jetzt nicht kapiert. Das ist Nachhören. Das ist Requisition. So hat er das am Anfang gesagt. Die ersten 3 Positionen, der Sklave, der Sklave, der Sklave. Das ist der Unterschied. Das geht gleich ab in Richtung. You didn't heard me like that? Nein, der Sklave, der Sklave, der Sklaven und der Sklave, der Sklaven, der Sklaven. Richtig. Wahrscheinlich gibt es im Bösen bestimmte Abstufungen. Ich denke, das macht es nicht dann klar. I even give explanation. Slave of slave of slave. You talk as if this would be one person. Mm-hmm. And you didn't make any difference and you didn't explain where the difference is. Yes, but evil is... three slave position, one servant position, kein Habil position. 6 and now coming? 7. Parental position. Wie heißt die elterliche Position. Elder position. Elterliche Position. You cannot enter in high world until you have parental position for mankind. Ihr könnt die höheren Welten nicht betreten, bis ihr eine elterliche Position zu der Menschheit gefunden habt. If Adam has parental position to mankind, war Adam in einer elterlichen Position zu der Menschheit? Könntest du das Wort elterliche Position übersetzen? Oder begriffsklar machen. Das war anhand von dem, was er jetzt erzählt hat, zu klar. Danke. So. If Adam was parental position. War Adam in einer elterlichen Position? I ask you a question. Ich stelle euch die Frage. Ja, nein und warum? Ja. Ja. Nein, er war nur mit seinem eigenen Leben jeden Tag beschäftigt. Hm? Ja. Ja, I would say the same. Er kann gar keine elterliche Position haben, weil er zum Eimer geht. Es ist eine Religion. Wir sollen uns direkt an Gott wenden. Die Eltern, das ist Gott. Die blaue und goldene Licht. Ja, gut. But he did not fulfill his parental position. Er hat seine elterliche Position nicht erfüllt.
Ja. Noah's parental position. Hatte Noah solch eine Position eingenommen? He curses even his children. Er hat selbst seine Kinder verflucht. Adam also cursed his children. Und auch Adam hat seine Kinder verflucht. Yes. Because he he murdered the Habil. Weil Kain Habel getötet hat. So 1600 years, Noah, no parental position. Und auch in den nächsten 1600 Jahren und mit Noah gab es keine elterliche Position. 400 years later, Abraham came. 400 Jahre später kam Abraham. If he was the elder position, hatte er so eine elterliche Position eingenommen? Even he kicked out his son. Er hat selbst seinen eigenen Sohn rausgeworfen. Ismael. Ismael. And his wife. Und seine Frau. In the end, he kicked out also again Keturah's children. Und er hat auch die Kinder von Keturah rausgeschmissen. Yes, and his children. Und dessen Kinder. Ja. So he was not parental position. Auch er hat diese elterliche Position nicht eingenommen. So, who coming after Abraham? Wer kommt nach Abraham? Moses. Bitte. Ja, ich leite von Buchlesen. Ja, who come after Abraham? Jakob. Who come after Abraham? Isaac. Isaac. Isaac was in the parental position. War Isaac in der elterlichen Position? Isaac want to give blessing. Wollte Isaac Segen geben? His first son Esau. Seinen ersten Sohn. Esau. Esau. And did his wife want to give blessing to Jacob? Und seine Frau wollte dann Segen an Jakob geben. So there was a confrontation. Und dort gab es dann eine Konfrontation. Yes. So he was not parental position. Auch er war in keiner elterlichen Position. Then came Jacob. Dann kam Jakob. How many children he has? Wie viele Kinder hatte er? 12. 12. These children, they wanted to kill Joseph actually. Diese Kinder wollten Josef töten. Yes. And he was loving some very much, and other he did not love equally. Und er hatte Josef sehr geliebt und die anderen Kinder eben weniger, nicht gleich wie Josef. So he was a parental position. War er in einer elterlichen Position? Then took over by Joseph. Und dann hat Josef das übernommen. Joseph. Joseph. He started worshiping. Also the other woman god actually. Hat auch die Göttinnen der anderen Frauen angebetet. Yes. And he was married with those women who influenced his life. Und er hat solche Frauen geheiratet, die sein Leben beeinflusst haben. But Bible never show. Aber die Bibel hat das nie gezeigt. Only about Solomon. Nur über Salomon wurde das gezeigt. Yes. But Joseph tried to help settle down his whole client in Goshen, in the capital of Egypt. Goshen ist das. Ja. Aber Joseph wollte seinen gesamten Clan in Goshen helfen. Das Nildelta. In der Hauptstadt von Ägypten, der damaligen. Yes. And he said, God gonna remember you and will send one prophet. Und hat gesagt, Gott wird sich an euch erinnern und einen Propheten schicken. Yes. He will take you out from slavery. Er wird euch aus der Sklaverei befreien. So, who came after Joseph? Wer kam nach Joseph? Oh. You heard so many time lecture from me. How long took this? 400 Jahre. How many years? 400 Jahre. 400 years. 400 Jahre. Slavery time. 400 Jahre Sklaverei. So he left 400 years was slavery time. Und er ist gegangen und 400 Jahre waren sie der Sklaverei ausgesetzt. You think how many Messiah came in this time period? Was denkt ihr, wie viele Messias da kamen in dieser Zeit? Can you imagine? Könnt ihr euch das vorstellen? But they don't have an architecture plan. Aber sie hatten keine Blaupause. But Blaupause? Yeah. Ja. Architecture plan.
Sie hatten keinen Architekturplan oder eine Blaupause. Moses kam, to make free the Israelites, um die Israeliten zu befreien, from the slavery time, von der Sklaverei. But if Moses was a parental position to Israelites, aber hatte Moses eine elterliche Position zu den Israeliten eingenommen? He cursed Israelites many times. Er hat die Israeliten viele Male ausgeflucht. Yes, because of their behavior. Wegen ihrem Benehmen. Yes. So after Moses, who came? Wer kam nach Moses? Many prophets. Viele Propheten. Came. But all these prophets. Aber all diese Propheten. Leading that Messiah will appear. Haben darauf hingedeutet, dass ein Messias kommen wird. For example. Zum Beispiel. Daniel. Jesaja. Jeremiah. Samuel. They all were telling. Sie alle haben gesagt. Timing of Messiah will come. Die Zeit des Messias wird kommen. Jesaja was more clear in this case. Und Jesaja war in diesem Fall noch klarer. More clear. So question is, they all was hoping that Messiah gonna build a new world. Und sie alle haben gehofft, dass der Messias eine neue Welt errichten wird. And Messiah came. Und der Messias ist gekommen. Malachi is the last book. Last books. Malachi ist das letzte Buch. After began the time period of Jesus. Danach beginnt die Zeitperiode von Jesus. Now question is. Es stellt sich die Frage. Messiah is and should be parental position. Auch der Messias sollte die elterliche Position einnehmen. Now very critical, very. It's not a good question for Christian actually. Das ist keine gute, sondern eine sehr kritische Frage an die Christen. If Jesus was a parental position. Hat Jesus so eine elterliche Position eingenommen? Hat er gar keine Frau gehabt? Zumindest, wo er noch aktiv war in der Mission. Even he can do without woman. Das kann er auch ohne Frau machen. But he has to be mitleid. Aber er muss Mitleid empfinden. Mitgefühl. Compassion. Ja, Mitgefühl. And be very kind, actually. Und er muss sehr barmherzig sein. What Jesus was saying? Was hat Jesus aber gesagt? You devil. Ihr Teufel. How long I gonna live with you? Wie lange muss ich noch mit euch leben? That's the way parents educate their children. Sollten so Eltern ihre Kinder erziehen? No. No. And what else he say? Was hat er noch gesagt? God send somebody else. Gott schickt jemand anderen. So what he was saying? Was hat er gesagt? How you call baby hands up, yeah? Das Handtuch geworfen. Send somebody else. Schick jemand anderen. And now very proudly he giving prophesy for the new Messiah. Und jetzt gibt er auch ganz stolz die Prophezeiung für den nächsten Messias. He will not speak like I was speaking symbol languages. Er wird nicht so wie ich in Symbolen sprechen. What you think? Who Jesus was trying to witness actually? Was denkt ihr, über wen hat Jesus hier versucht zu bezeugen? He recognize his mistakes. Ja, er hat seine eigenen Fehler erkannt. That he was speaking symbol language and this was not good for mankind. Dass er in Symbolsprache geredet hat und dass das nicht gut für die Menschheit war. But next one will not speak symbol languages. Aber der nächste wird nicht in Symbolsprache reden. Yes. He will speak simple truth with you. Er wird mit euch die einfache Wahrheit mitteilen. Next one. Der nächste. Next one, who was next one? Wer war der nächste? Du. Nein. Muslim, der Muslimmann. Mohammed. Ja, genau der. Mohammed. Das war richtig süß. What is das Wort Muslime hören, das ist eine Beschuldigung. Moslem. Moslem. Der Muslimmann. Moslem, nicht Muslime. Mohammed speak more symbol. Than Jesus. Mohammed hat noch mehr Symbolen gesprochen als Jesus. But he spoke also something which he heard from Gabriel. Aber er hat auch Sachen mitgeteilt, die er von Gabriel gehört hat. For example. Zum Beispiel. Spiritual life. Das geistige Leben. So he was working under the angel, but he revealed more
Denn Jesus war direct object of God. Er hat unter den Engeln gearbeitet, aber trotzdem hat er mehr offenbart als Jesus, der direkt mit Gott gearbeitet hat. Who should reveal more? Wer hätte hier mehr offenbaren sollen? Mohammed oder Jesus? Mohammed oder Jesus? Jesus. Ja? Jesus. Because he was a direct object of God. Weil er das direkte Objekt Gottes war. And Mohammed was the object of Archangel Gabriel. Und Mohammed nur das Objekt von Erzengel Gabriel. So Mohammed was not the next one who wanted to bring the kingdom of God. Mohammed war also nicht der nächste, der das Königreich Gottes bringen wollte. Now Jesus saying. Und jetzt sagt Jesus. Ja, the next Messiah. He will live forever with you. Ja, der nächste Messias, der wird mit euch für immer leben. Forever. Für immer. Amazing. Unglaublich. Why Messiah will live forever with mankind? Warum wird der Messias für immer mit der Menschheit leben? Why? Warum? Das ist deine Lehre, die für immer besteht. Somebody else? Mitgehangen, mitgefangen. Or somebody else? There's no joking right now. Bist so, du der Vater der Menschen? He's right. Because my teaching will remain. Er hat recht, meine Lehre wird bleiben. So my teachings remain forever? Meine Lehre wird für immer bleiben. So people cannot forget me. Also können die Leute mich nicht vergessen. Yes. Now, one question left. Eine Frage bleibt hier noch übrig. When he say, als er sagte, Father, send somebody else. Vater, schick jemand anderen. And then later he say, he will not speak simple languages. Und dann er später sagt, dass er nicht in Symbolen sprechen wird. And he will speak to you simple truth. Und er sagt, er wird zu euch in simpler Wahrheit sprechen. What you think, who witnessed to him? Was denkt ihr, wer hat ihm das bezeugt? That new Messiah will live forever with mankind. Dass ein neuer Messias für immer mit der Menschheit leben wird. But which language? God was loving him when he spoke to him. Aber was für eine Sprache hat er gesagt? Hat Gott ihn geliebt, als er das gesagt hat? Er war enttäuscht. He was saying to Jesus. Er hat zu Jesus gesagt, you gave up your mission. Du hast deine Mission aufgegeben. But I will look someone, even I have to look 2000 years. Aber er hat gesagt, ich werde nach jemandem suchen, selbst wenn es mich 2000 Jahre dauert. In this 2000? Und in diesen 2000 Jahren. How many Messiah? Wie viele Messias sind gekommen? What do you think? Was sagt ihr? 12.000. God found one Messiah? Aber hat Gott aus ihnen einen Messias gefunden? How easy he said to God, send somebody else. Like a God has a one fabric actually. Wie einfach hat Jesus zu Gott gesagt, schick jemand anderen. Als hätte er eine Fabrik, wo einfach nur Messias rausschießen. God said, no problem, I have next one. Und Gott würde sagen, ja, kein Problem, ich habe noch genügend. I remember when I came in Germany. Ich erinnere mich daran, als ich nach Deutschland kam. I was standing before one Pakistani was standing. Ich stand vor einem Pakistaner. Before me. Vor mir stand einer. And now in the Flughafen, they were checking passport very carefully. Und am Flughafen haben sie ganz genau sich die Reisepässe angeschaut. This Pakistani became panic. Dieser Pakistani vor mir hat Panik bekommen. He said, is something wrong in my passport? Und er hat gefragt, ist etwas falsch mit meinem Pass? He said, why? Sie haben gefragt, German immigration said, why? Und das deutsche, die deutschen Behörden haben gefragt, wieso? He said, if something wrong here, I have the second one. Here. Und er hat gesagt, wenn damit etwas falsch ist, kein Problem, ich habe noch einen zweiten hier. And if there's something wrong here, I have the third one here. Du weißt, mit denen etwas stimmt, ich habe hier noch einen dritten. He was carrying seven passport. Er hat sich sieben Pässe mitgetragen. So Jesus thinking, und Jesus God has a fabric. Dass Gott eine Fabrik hat. Sofort he sent the next one. Sofort schickt er den nächsten. Next one, 12,000 prophet came. Und bis zum nächsten, es kamen 12.000 Propheten. Who have a potential to be Messiah actually. Die das Potenzial hatten, Messias zu sein. And Mohammed became
Maske. Wie heißt es? Mohammed became. How you call this? Who cut the flesh? Metzger. Mohammed became Metzger. Und Mohammed wurde zu Metzger. He started killing the Messiah. Ja, er hat angefangen, die potenziellen Messias zu töten. Whoever will say something more than Quran. Wer auch immer mehr sagen wird, als im Koran steht. I will. Den werde ich. This will be the last day. Das wird sein letzter Tag sein. No prophet can come. Kein Prophet kann nach mir kommen. Yes. And he was killing and killing and killing and killing. Und er hat getötet, getötet, getötet und getötet. And Sufi keep their mouth. Und die Sufis haben ihren Mund gehalten. There was one Sufi. Es gab einen Sufi. He was living in Baghdad. Er hat in Bagdad gelebt. Kaiser Mamun Rashid asked him, what do you think, how many prophets can be here? Und der Kaiser Rashid hat ihn gefragt, was denkst du, wie viele Propheten können kommen? He said 400. Und er sagte, how many prophets is right now here? Wie viele Propheten gibt es heutzutage hier? He said 400. Und er sagte 400. He said, I'd like to see. Und er hat gefragt, ich möchte das sehen. Because this Mamun Rashid, the Kaiser, want to chop their head off. Weil dieser Kaiser Rashid jeden einzelnen den Kopf abschlagen wollte. This Sufi says, Mansur bin Halaj, this Sufi says, they all I can bring, but they will say we are not prophet anymore. Dieser Sufi hat gesagt, was war sein Name? Mansur. Mansur hat gesagt, ich könnte sie alle hier bringen, aber niemand würde von ihnen sagen, dass sie einen Prophet mehr sagen. Das to save their life, um ihr Leben zu retten, they will lie to you. Werden sie dich anlügen. So, 12,000 people don't want to lie, what happened then? Und bei diesen 12,000 Leuten, ja, von denen, die nicht gelogen haben, was ist mit ihnen passiert? They got a head job. Von denen wurde der Kopf abgeschlagen. And he says, I want to see this prophet who do not deny that I'm not a prophet. Und hat gesagt, ich möchte den Propheten sehen, der nicht verleugnet, einer zu sein. He said, only three is there. Und dann hat er gesagt, davon gibt es nur drei. Yes. But they know you're gonna throw them in cooking oil, likely. Aber er hat gesagt, sie wissen, dass du sie in kochendes Öl schmeißen würdest. Or burning fire. Oder brennendes Feuer. So when I bring these two, they will also say, no, we are not prophet. Und wenn ich diese zwei vor dich bringen würde, würden auch sie sagen, sie sind keine Propheten. And he says, they are also prophet or messiah too. Und er hat gefragt, sind sie nur Propheten oder auch Messias? They say many hundred is also messiah. Er hat gesagt, viele hunderte von ihnen sind auch Messias. So he said, they all out of fear? Und er hat gefragt, haben sie alle Angst und verleugnen es deswegen? He said, yes. Und er hat gesagt, ja. I say, you say three. Two you told me, who is the last one? Er hat gefragt, du hast gesagt, drei. Zwei hast du mir genannt, aber wo ist der Letzte? He said, that's me. Und er hat gesagt, der Letzte, das bin ich. He said, you have so much courage you have. Er hat gesagt, so viel Mut hast du. You are a prophet? He said, yes. Und er hat gefragt, du bist ein Prophet? Und er hat darauf geantwortet, Masur, natürlich. He said, are you Messiah? Und er hat gefragt, der Kaiser, bist du ein Messias? Und er hat geantwortet, ja. Yeah, I'm a Messiah. Ich bin ein Messias. He said, wow, you are really mutig, actually. Und dieser Kaiser Rashid hat gesagt, wow, du bist wirklich mutig. Fire burning. Das Feuer brennt. Oil cooking. Das Öl kocht schon warm. You know what's gonna be your end? Weißt du, wie du enden wirst? He said, yes, I know. Und er hat gesagt, ja, ich weiß das. And still you are saying you are Messiah? Und trotzdem behauptest du, ein Messias zu sein? Yeah, he said, I'm Messiah. Und er hat gesagt, ja, ich bin ein Actually, Messias. Mansur bin Halaj books are in the Museum of France. Und tatsächlich sind die Bücher von Mansur bin Halaj, die Bücher, in dem französischen Museum. But I don't know if they translate his books. Aber ich weiß nicht, ob sie diese Bücher übersetzen. It's a very amazing book, actually. Es sind wirklich unglaubliche Bücher. He said, okay. So you know you will die. He said yes. Und Kaiser Rashid hat ihn gefragt, also du weißt, dass du sterben wirst. He said, yeah. Und Mansur hat gesagt, ja. He said, okay, I want to ask you some question.
Das ist der Koran. Und Rashid hat gesagt, na gut, dann möchte ich dir noch ein paar Fragen stellen. Das hier ist der Koran. We believe that's a perfect revealed by God. Und wir sagen, dass das die perfekte Offenbarung Gottes ist. What you say? Und dann hat er gefragt, was sagst du dazu? He says, such a Quran I can write down every day. Und Mansour hat gesagt, so ein Koran könnte ich jeden Tag schreiben. He said, what did you say? Und dann hat Rashid hat gefragt, was hast du gesagt? He said, what is this? I can write down every day such a Quran. Mansour hat gesagt, was soll das schon sein? Das könnte ich jeden Tag machen. He said, this is not a perfect book from God. Und er hat gefragt, der Kaiser Rashid, ist das nicht das perfekte Buch Gottes? He said, no. Er hat natürlich gesagt, nein. This is all the wisdom of Muhammad. Das sind nur die Weisheiten Mohammeds in diesem Buch. He said, what about the Old Testament? Und er hat gefragt, was mit dem Alten Testament? It's the same thing. Er hat gesagt, selbe Geschichte. What about Bible? Und dann hat er gefragt, was mit der Bibel? It's the same thing. Und er hat wieder geantwortet, selbe Geschichte. Then his advisors say that Jesus, when they put him on the cross as a Messiah, Jesus was saying, oh God, why you left me? Und dann haben die Berater von Kaiser Rashid gesagt, ja, Jesus hat doch gesagt, als er ans Kreuz geschlagen wurde, oh Gott, wieso hast du mich verlassen? Yes, so if you're gonna throw him fire, you throw him in the oil, it takes only a few seconds, he's gone. Ja, und dann haben sie gesagt, wenn ihr ihn ins Öl oder Feuer schmeißt, braucht es so ein paar Sekunden, der ist weg. So, if you say he's Messiah, that put him on the cross, actually. Und dann hat er gesagt, ja, also wenn er sagt, dass er Messias ist, dann lass ihn ans Kreuz schlagen. He say, and then we see. Und dann sehen wir. This Messiah and this Messiah. Dieser Messias und dieser Messias, ja? Das ist okay. Unterscheiden. Make a cross, actually. Also, nagel ihn ans Kreuz. Blood is running. Das Blut floss. And he said, what did you say? Und dann haben sie ihn gefragt, na, was hast du gesagt, Mansour? You give up? Hast du aufgegeben? He said, no. Er hat gesagt, nein. Und er sagt, wow, Jesus was saying, oh God, why you left me? Und sie haben gesagt, wow, Jesus hat gesagt, oh Gott, wieso hast du mich verlassen? He said, what is your message? Und sie haben gefragt, was ist deine Botschaft? He said, I hear like a God, I see like a God, I feel like a God, and if you give me timing, I will tell you who really God is. Er hat gesagt, ich höre wie Gott, ich sehe wie Gott, ich fühle wie Gott, und wenn ihr mir die Zeit gibt, dann werde ich euch zeigen, wer Gott ist. This timing we will not give you. Und sie haben gesagt, diese Zeit geben wir dir nicht. Yes. You don't want to ask help from God? Und dann haben sie ihn gefragt, möchtest du deinen Gott nicht um Hilfe anflehen? He said no. Er hat gesagt, nein. So his blood was running. Und so floss sein Blut weiter. He says, we want to know question what your God is doing, because timing of Jesus, God was watching the situation, what your God is doing now. Und sie haben gefragt, die Berater von Rashid, naja, was tut dein Gott jetzt eigentlich? Zu Jesus Zeit hat Gott ja nur zugeschaut. Was macht deiner? God was broken heart. Gott hat ein gebrochenes Herz. Dark night appeared. Eine dunkle Nacht ist herangezogen. Jerusalem, this holy curtain was crashed. In Jerusalem ist dieser heilige Vorhang kollabiert. Zerrissen worden. So we want to know what your God is doing in this moment when you are dying. Und deswegen wollen wir von dir wissen, was dein Gott tut, wenn du gerade stirbst. He looked to the sky. Er hat in den Himmel geschaut. And he asked God only one question. Er hat Gott nur eine Frage gestellt. We are two or we are one? Sind wir zwei oder sind wir einer? He heard from a voice from God. We are one, we are not two. Und er hat die Stimme Gottes gehört. Und die hat ihm gesagt, wir sind einer, wir sind nicht zwei. What you think if this Messiah lived, what he could do? Was denkt ihr, hätte dieser Messias gelebt, was hätte er machen können? God said, we are not two. Gott hat gesagt, wir sind nicht zwei. We are, could be, like we can have two bodies, but we are one soul, actually. Es kann sein, dass wir zwei Körper haben, aber wir sind eine Seele. I'm God, you are my creature. Ich bin Gott und du bist mein Schöpfer. But we are one. Aber wir sind eins. And he told this moment. Und in diesem Moment hat er gesagt, this was too much. Das war zu viel. So he killed this Messiah.
right over there. Und genau an diesem Punkt haben sie diesen Messias umgebracht. And this, even killing this Messiah, he was saying, oh God, like you say, we was one. If this opportunity I would have, I could bring the world of God. Und in diesem Moment, selbst als sie ihn gerade getötet haben, hat er gesagt, Gott, wie du gesagt hast, wir sind eins. Und hätte ich die Möglichkeit gehabt, hätte ich dein Königreich gebracht. So you think how many Messiah got killed? Was denkt ihr, wie viele Messias wurden umgebracht? And what Jesus said? Was hat Jesus gesagt? I will ask God, he will send somebody else. Ja, frag Gott, er schickt schon jemand anderen. I will ask God. Ich werde Gott fragen. And God will send somebody else. Und Gott will jemand anderen schicken. I tell you the how what God was saying to Jesus. You left me. Ich sage euch, was Gott zu Jesus gesagt hat. Du hast mich verlassen. I will look many, many, many thousand years. Und ich werde viele, viele, viele tausend Jahre schauen. But when I will find out. Aber wenn, when I will find this person, aber wenn ich diese Person finden werde, he will not behave like you. Dann wird er sich nicht so wie du verhalten. He will not speak in the symbol languages. Er wird nicht in Symbolen sprechen. He will speak symbol language, simple language. Er wird in einer simplen Sprache reden. And he will have parental heart actually. Und er wird ein elterliches Herz haben. So if you are going to witness and you have no parental heart, which position you are? Und wenn ihr Zeugnis ablegt, aber kein elterliches Herz habt, in welcher Position seid ihr? Think about. Denkt drüber nach. Urkundenfälscher. Ja? Von wo kommt das? Urkundenfälschung habe ich gemacht. Es ist richtig, ja. Urkundenfälschung habe ich gemacht, wenn ich mal Türkei. Urkundenfälschung hat er aber nicht nicht so jetzt erklären. Yes. So, if you don't have parental heart, wenn ihr kein elterliches Herz habt, let's say you go out, sagen wir mal, ihr geht raus, and you have your children who you got a loss, und ihr habt eure Kinder, die vermisst gegangen sind, you will go all over the world as a parental heart. To find this child. Dann werdet ihr die gesamte Welt absuchen, nur um eure Kinder zu finden, wenn yes. ihr ein elterliches Herz habt. Yes or not? Ja oder nein? Yes. And if you have no money, wenn ihr kein Geld habt, and you find out that your baby is in China, you're gonna walk over there. Und wenn ihr kein Geld habt und wisst, euer Kind ist in China, dann werdet ihr dahin laufen. So God was saying to Jesus. Und Gott hat zu Jesus gesagt, if you would have a parental heart. My world would become actually. Wenn du ein elterliches Herz hättest, dann wäre meine Welt gekommen. Yes. So what God was saying to me. Was hat Gott also zu mir gesagt? You wanna leave home? Willst du dein Zuhause verlassen? You gonna serve mankind as a parental heart. Willst du der Menschheit mit deinem elterlichen Herz dienen? If you curse my mankind. Wenn du meine Menschheit verfluchst. Then this day will be end of your mission. Dann wird dieser Tag das Ende deiner Mission sein. And I was so surprised in the spiritual world. Und ich war so überrascht in der geistigen Welt. Jesus brought, Angel brought King David and Jesus. Die Engel haben König David und Jesus gebracht. And they say they both was cursing Israelites. Sie beide haben die Israeliten ausgeflucht, verflucht. Bible is written. How Jesus looked. Und da steht in der Bibel geschrieben, wie Jesus die Israeliten verflucht hat. How? Wie? Weint nicht um mich, weint um eure Kinder, denn kein Stein wird über dem anderen stehen. No stone will be left. Don't cry for me. That was a curse. Das war ein Fluch. So this age is the age of Messiah or this is the age of parental heart? Ist dieses Zeitalter das Zeitalter des Messias oder das Zeitalter des elterlichen Herzens? So if you fulfill parental heart, wenn ihr euer elterliches Herz ausfüllen könnt, then you can enter in heaven of God. Dann könnt ihr die Himmel Gottes betreten. Not before. Nicht davor. So 21st century, das 21. Jahrhundert. Why?
blue and golden beak never came until now on the earth. Die goldenen und blauen Wesen kamen in der Geschichte nie auf die Erde, aber jetzt. Why not? Warum haben sie es davor nicht getan? They have a parental heart. Sie haben ein elterliches Herz. They could not deal with the angel together, actually. Sie konnten nicht mit den Engeln zusammenarbeiten. So when this position fulfilled as a parental heart, now blue and golden say, we are ready to come to earth. Aber als diese Position des elterlichen Herzens ausgefüllt wurde, konnten die blauen und goldenen Wesen sagen, dass sie jetzt auf die Erde kommen. So this golden angel, the golden being was standing beside him. He wanted to learn swimming from him. Die goldenen Wesen, die neben ihm standen, waren sie da, um von ihm schwimmen zu lernen? Because he can swim very good. Weil Yasha kann sehr gut schwimmen. Yes. And then Nadine saw same thing. Und Nadine hat das ja auch gesehen. So why golden being was standing? Also warum waren die goldenen Wesen da? He has a mother love. Er hat eine mütterliche Liebe. So what golden and blue being coming down, what they are saying to angel? Wenn die goldenen und blauen Wesen runterkommen, was sagen sie? 21 century, I was saying before, if you not forget, 21 century, blue and golden being will come and angel will be end actually. Und ich habe das schon davor gesagt, im 21. Jahrhundert werden die goldenen und blauen Wesen kommen und das Zeitalter der Engel ist vorüber. So what golden being and blue being saying as a parental position to angel, what do you think what they are saying? Was sagen also die goldenen und blauen Wesen in einer elterlichen Position zu den Engeln? It's time for you to go. Es ist Zeit für euch zu gehen. Because you were not parental position. Weil ihr hatte keine elterliche Position. You was judging mankind. Ihr habt die Menschheit gerichtet. Because you were judging, we did not allow you to come in our heavenly world. Und weil ihr sie gerichtet habt, haben wir euch nicht erlaubt, in unsere Himmel zu kommen. You got it? Habt ihr das verstanden? So this age is the age of God was saying, golden and blue heaven, and I will come when parental age gonna begin. Und Gott hat gesagt, die blauen und goldenen Himmel, die und ich werde kommen, wenn das Zeitalter des elterlichen Herzens gekommen ist. So, this is a parental age. Und ist es das elterliche Zeitalter? So more. It is the age of love. Noch mehr, es ist das Zeitalter der Liebe. Yes. It is an emotional age. Es ist das Zeitalter der Emotionen. And the democracy is by mind. Und die Demokratie wird heute noch vom Verstand dominiert. And love belongs to here. Und die Liebe gehört hierhin. But this love will not find home until parental position we take actually. Aber diese Liebe wird ihr zu Hause nicht finden, bis ihr diese elterliche Position einnehmt. So if you take this position. Also wenn ihr diese Position einnimmt, then your home is not the angel dimension. Dann wird euer Zuhause nicht die Engelwelt sein. Angel world is paradise. Die Engelwelt ist das Paradies. So what is open new human era is golden and blue parental love now. Was sich in der neumächtigen Ära öffnet, sind die goldenen und blauen Himmel. Yes. So in this age we gonna build the kingdom of God on earth. Und in diesem Zeitalter errichten wir das Königreich Gottes auf Erden. So if you are parental position. Also wenn ihr so eine elterliche Position einnehmt. You are not only parent for your family actually. Ihr seid nicht nur Eltern für eure Familie. You are parental for the society. Ihr seid Eltern für die Gesellschaft. You are parental position to the nation. Ihr seid Eltern für die Nation. You are parental position for the mankind. Ihr seid Eltern für die Menschheit. And what Jesus was saying? Was hat Jesus dann gesagt? 2000 years ago. Vor 2000 Jahren. I mean, you were a Christian, but I don't think so. You read carefully. Ich meine, viele von euch waren Christen, aber ich glaube nicht, dass ihr sonderlich sorgsam die Bibel gelesen habt. Matthew 3. Verses 12, Jesus say, O you Israelites, you shut the kingdom of God before mankind. In Matthäus 3, Vers 12 hat er gesagt, O Pharisäer und Schriftgelehrte, ihr habt das Tor für die Menschheit verschlossen. He was talking for mankind. Er hat für die Menschheit gesprochen. So you can be only parental for mankind when you have those position actually. Ihr könnt also nur in dieser elterlich sein für die Menschheit, wenn ihr diese Position einnehmt. You cannot join the one family world and you say,
I am now parental position. Er könnte nicht einfach aber der einen Weltfamilie beitreten und sagen, jetzt bin ich Eltern, habe ich diese Position eingenommen. Blue light went here. Ja, blue, golden blau, went here. Blaues Licht hier, goldene Licht da. Blue white, nicht bei mir. White went this side. Und das weiße Licht ging nach hier. That's the way nobody become parent. Das ist ja eine Diskothek. Ja. Yeah. Der Lichterschuh. Eine Diskothek. Ja, yeah, that's a discotheque. One light is coming, second light is going. One coming from this direction. Da wird noch Rauch reingeblasen. Ja. Yeah. Da kommt gerade vorbei. Da hat einer gesagt, wenn einer Nichtraucher ist und geht da rein, der ist auch rauchsüchtig. Richtig. Even he smoke or not. Only you have to go inside. Ja. Yeah. The parental age has many mountains. Das elterliche Zeitalter hat viele Berge. First mountain is individual mountain. Der erste Berg ist sehr individueller. Second mountain is family mountain. Die zweite Hürde ist die Familie, der Berg der Familie. Now you're gonna jump from individual mountain to family mountain, which is far away and bigger. Aber springst du vom individuellen Berg direkt auf den elterlichen Berg, der so weit weg ist? How are you gonna go there? Wie willst du da hingehen? Laufen. Hm? Laufen. How? Hä? Laufen. Nee, how? Ich musste erst wieder runterklettern und runterklettern? Hochklettern. And I become same slave position. Ja. Slave of slave of slave. I'm coming unter same position. I'm not on the individual mountain. Ich bin nicht mal auf diesen individuellen Berg. I came down, I'm again nobody, and on this, then I go to family mountain. Und ich komme wieder runter und bin wieder ein Niemand, und dann besteige ich diesen Berg aufs Neue. Then standing society mountain. Und dann der gesellschaftliche Berg. How I can be there? Wie kann ich da sein? Again, I'm coming slave position. Wieder muss ich in diese Sklavenposition. You see that? Seht ihr das? So when you are here, und wenn ihr hier seid, you say, sagt ihr, I was here, individual mountain, I was in society, family mountain, and now society mountain, but I'm still in this slave position. Und ihr sagt, ja, ich war auf diesem individuellen Berg, ich war auf dem Familienberg, ich war auf diesem gesellschaftlichen Berg, aber schlussendlich bin ich wieder der Sklave des Sklaven des Sklaven. So long you're not gonna serve, let's say, many have the imagination, I'm sitting in the paradise and beautiful woman bringing wine and grapes and throwing in my mouth. Ja, viele haben hier die Vorstellung, ja, wir sitzen ganz entspannt im Paradies, und da kommen wunderschöne Frauen, die uns Trauben in den Mund werfen. Helmut is 40 years with me. Helmut ist 40 Jahre mit mir. I say, what you think what's gonna happen in paradise? Und ich habe ihn gefragt, was denkst du passiert im Paradies? He says, beautiful woman I gonna hold in my arm. Und er hat gesagt, wunderschöne Frauen werde ich in meinem Arm halten. She gonna sing a song. Sie wird ein Lied singen. And she gonna throw one grape in my mouth. Und sie wird mir ein paar Trauben in den Mund werfen. Then she will give me wine. Dann gibt sie mir ein bisschen Wein. I say, keine Wunder, dass du 45 years slave in slave position, aber you're not realizing anything. Ja, da habe ich gesagt, kein Wunder, 45 Jahre in dieser Position, du hast immer noch nichts realisiert. Yes. Und Popcorn essen. Ja, yeah, Popcorn essen. So it means that, and then you want to go National Mountain. Ja, und dann wollt ihr auf den Berg der Nation. What's going to happen? You have to come again. Was passiert danach? Ihr müsst wieder runter. You're always this position. Ihr werdet immer wieder in diese Position kommen. And then you're going to go World Mountain. Und dann werdet ihr den Berg der Welt. Again sein. You come down. Und danach werdet ihr wieder runterkommen. So is a long way to go to become parental position. Das ist also ein langer Weg zu gehen, um diese elterliche Position einzunehmen. But many women, huh? Und jetzt frag ihn, jetzt muss die spannende Frage kommen, warum muss er immer wieder nach unten? Das müsste jetzt von euch kommen. Warum yes. Muss er immer wieder nach unten? Was ist das Geheimnis? Er ist doch schon der Messias. Ja, yeah, I'm still unten. Warum muss er immer wieder nach unten? All the way down.
Always walking in the street. What is the difference? Yeah, you have to take us with you. Wenn er von der, ich greife mal vor, diese Geschichte steht im siebten Band. Hervorragend geschrieben. Wer hat da gesprochen? Er muss, wenn er anfängt, muss er die Bagage einsammeln. Auf dem Familienberg geht er nicht alleine. Dann nimmt er seine Bagage mit. Die muss er wieder von unten geistig mit. Die müssen sich mitentwickeln. Und die müssen auf die Familie. Und zusammen als Familie gehen sie runter. Und dann müssen die unten die Gesellschaft bei Null wieder aufbauen. Und dann müssen die ganze Bagage auf das Gesellschaftsniveau. Das ist die große Herausforderung. Er selber hat ein riesiges geistiges Wachstum, aber er muss immer wieder von Null anfangen, an jeder Ebene. Und das ist das Kräftezehrende. Jesus. Bagage ist der ganze Rudel, was er geistig ausbilden muss. Das ganze Volk, die Familie, die Nation. Alle, die er verdorben hat. Nein, alle, die sich von Gott abgewandt haben. Die, wir wollen ja eine Weltfamilie werden. Die muss er wieder mitführen. Er baut doch nicht alleine das Königreich Gottes. Die Menschen bauen doch das Königreich Gottes. Ja, richtig. Now Jesus was national level. Und war Jesus auf der nationalen Ebene? Individual. No. He was known as a national level. Er war auf einer nationalen Ebene bekannt. But same time he was an individual level. Aber gleichzeitig auf der individuellen Ebene. Everybody knew him through the miracle. Jeder kannte ihn durch seine Wunder. What they say about him? Was haben sie über ihn gesagt? He is a Messiah or is a devil? Ist er der Teufel oder ein Messias? Devil. Teufel. Yes. I'm also became very critical, and when you ask German people, I can't. Und auch bei mir wurde sehr kritisch berichtet. Wenn Sie heute die Deutschen fragen, na, was halten Sie vom Herrn Kahn, kommt ein lautes You did not saw the documentary. Habt ihr nicht die ganze Dokumentation über ihn gesehen? You did not saw this murder. Habt ihr nicht diesen Mörder gesehen? Cowboy. Diesen Cowboy, Wild West Shooting Star. He's a devil. Er ist der Teufel. Yes. So my children, every time they give the books, this is the last day for their love, actually. Ja, jedes Mal, wenn meine Kinder ihren Freundinnen die Bücher geben, war es der letzte Tag ihrer Beziehung. Das geistige Scheidungsurteil. He was very emotional. Moses war sehr emotional. Ah, nein, Simon war sehr emotional. Yeah, and Moses is not emotional. Ja, Moses ist nicht emotional. Moses is dicht. But he was very emotional. Aber Simon war sehr emotional in der Liebe. He said, if you love me. Und Simon hat gesagt, wenn du mich liebst, then I love this book. Read it. Ich liebe dieses Buch. Lies es. She said, okay. Der hat gesagt, okay. I think he was not even home. She called him actually. Ich glaube, er war nicht mal zu Hause. Da hat sie ihn schon angerufen. She said, you are the son from Erkan. Und er hat gesagt, du bist der Sohn von Herrn Kahn? He said yes. Und er hat gesagt, ja. She said, I and my family love you so much. Our mission will be to bring you out from the sect. Meine Familie und ich lieben dich so sehr. Wir machen es zu unserer persönlichen Mission, dich aus dieser Sekte rauszuholen. To bring you out. Um dich da rauszuholen, Gehirnwäsche. When you come, I will tell you who is the real Herr Kahn. Wenn du kommst, dann erzähle ich dir, wer der wahre Herr Kahn ist, ja? He said, I know my father. Ich habe gesagt, ich kenne doch meinen Vater. No, hat Simon hat es gesagt. You don't know. Und sie hat gesagt, nein, du kennst ihn nicht. Yeah, but he is. Ja, wer ist er denn? He's a brainwasher. Er ist ein Gehirnwäscher. That's what said Jesus 2000 years ago. He's a brainwasher. Das haben sie auch zu Jesus vor 2000 Jahren gesagt. They said, don't go to this man actually. He can change your brainwashing actually. Und sie haben gesagt, geht nicht zu diesem Mann, der kann euer Gehirn waschen. So Jesus was national level only because of miracles. Jesus war auf dieser nationalen Ebene, aber nur wegen seinen Wundern. But as an individual, aber als Individuum, how far he came? Wie weit kam er? Family level? Familienebene? Society level? Gesellschaftliche Ebene? You have to decide this. Das müsst ihr entscheiden. Yes. So this will be the whole conclusion for these 8 stages in your life. If you can make a slave of slave of slave, this position. Am Ende müsst ihr für euer Leben diese Schlussfolgerung ziehen, weil ihr Sklave, der Sklaven oder der Sklaven seid. And servant position.
oder die Dienerposition einnehmen? Because individual, family, society, nation, world. How many positions are? Individuum, Familie, Gesellschaft, Nation, Welt. Wie viele Positionen sind das? Fine. So if you reach five positions of kind, wenn ihr die fünfte Position des Keins erreicht, you can have two position Ausnahme. Dann könnt ihr zwei Positionen als Ausnahme gleich mitnehmen. Habil, who is entering paradise, der die Paradiese betritt. Yes. And then you can take parental position. Und dann könnt ihr noch die elterliche Position einnehmen. So God was saying, kingdom of God will be belong to parental position. Und Gott hat gesagt, das Königreich Gottes wird zu der elterlichen Position gehören. So what is our movement name? Was ist der Name unserer Bewegung? Eine Weltfamilie. One more time, nochmal alle zusammen. Eine Weltfamilie. Und jetzt alle nochmal einheitlich. This was out of hustle. Yes. But if this is a one family world. Aber wenn das eine Weltfamilie wäre. Then what is your position? Was ist dann dort eure Position? Die elterliche. Die elterliche. You see? Schatzmeister. Yes? Das bin ich. One family world without parent, you cannot find the kingdom of God. Eine Weltfamilie ohne Eltern, da könnt ihr nicht Gott finden. So next time when you go. Das nächste Mal, also wenn ihr losgeht. As a witness. Und Zeugnis ablegt. What kind of position you will go? Was für eine Position werdet ihr losgehen? Elterliche. It's a special message for you. Das ist eine besondere Nachricht an dich, ja? Ja. Deine Eltern. Also du, ja du, ja? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Zusammen. Egal. So this position. This behind the curtain, this was who responsibility? Diese Position hinter dem Vorhang, wer hatte dafür die Verantwortung? Who? Wer? Jesus. Jesus is not his real name. Jesus ist eigentlich nicht sein richtiger Name. What was his real name? Was war sein richtiger Name? Emmanuel. Emmanuel. God is with us. Gott ist mit uns. You see that? Emmanuel was his name. Emmanuel war sein Name. Emmanuel should tell us heavenly many divine secrets. Emmanuel hätte uns verschiedene himmlische Geheimnisse offenbaren sollen. Emmanuel would say to Matthew, to Luca, to Marcus, to tell all his members who you are to writing about me. I gonna write my own book. Emmanuel hätte zu Lukas, zu Matthäus oder sonst wen sagen sollen: Wer seid ihr, dass ihr über mich aufschreibt? Ich schreibe es selber. Yes. Matthew writing, he telling something different than Luca. Matthäus schreibt was anderes als Lukas. Luca writing something else than Marcus. Und Lukas schreibt was anderes als Markus. They're always changing their statement. Ja, und irgendwie wechseln sie es immer gegenseitig aus. Yes. Jesus said no. Aber Jesus hätte sagen sollen nein. Okay, when Israelites, my mission is over. Okay, wenn mit den Israeliten meine Mission vorbei ist. I go Kashmir, first I write 12 Bände and go back to Rome actually. Ah, hat er gesagt, dann gehe ich nach Kashmir, schreibe meine 12 Bände und komme dann nach Rom. Then he did not left his mission. Dann hätte er seine Mission nicht verlassen. Er hat eine Auszeit genommen. But the problem was, aber das Problem war? Kashmir, Himalaya, beautiful environment, he can sit down. And he write. In Kashmir, beim Himalaya, in einem wunderschönen Umfeld, hätte er aufschreiben können. Ein Tagebuch. Zwei Tagebücher. Drei Tagebücher. 12, he mindestens write down it. 12 hätte er mindestens aufschreiben sollen. And then he entering in Rome with heavenly truth, what he can reveal to new mankind. Und dann hätte er Rom betreten sollen und die himmlische Wahrheit an sie offenbaren sollen, damit eine neue Menschheit hätte kommen können. Then he didn't left the mission. Dann hat er seine Mission nicht verlassen. Im Boxen. You got a punch. Kriegt ihr manchmal einen heftigen Schlag ab. You fell down. Und ihr fallt runter. What referee do?
Was macht der Schiedsrichter? Eins, zwei, drei, and you stand up. Er fängt an zu zählen. One, two, three, und ihr steht auf. Then you didn't lose fight. Dann habt ihr den Kampf aber nicht verloren. Yes, but if you don't stand up. Aber wenn ihr nicht aufsteht, then you lose fight. Dann habt ihr verloren. Jesus went in Kashmir not to come back. Jesus ging nach Kaschmir, aber nicht um wieder zurückzukommen. So what was his motivation to go Kashmir in Was war seine Motivation, nach Kaschmir zu gehen? Ja, und seine Frau wieder haben. You see, you see. Da ist der Geist. You see, he's always coming by there. Und seiner indischen Frau. Yes. Jesus gekegelt gerade hin. Yes. Jesus tore the flesh. Aber auch Moses, es ging um Moses. Yeah. Yeah. Also Jesus was meeting him, he didn't like him. Auch Jesus hat ihn getroffen. Zweimal habe ich ihn getroffen, zweimal mochte er mich nicht. Oh, yeah. Genau so. Aber mich schon. Und hast du dich deswegen geändert? But you too, yeah, you, yes. Mich mag er doch. Yeah, because you are tricky nature. Yeah. Oh. Yeah. Er schaut immer, wo die Farben tiefer gehen. He go over there. Dann geht er dahin. That's why nobody saw chill. He came direct to him and sit down. Yeah. My brother actually, yes. So viel Körperkontakt hat er lange nicht mehr. Der eine Schlawiner zum anderen. Yes? So, some many nature you have like a Jesus. Viele Naturelle hast du wie Jesus. Believe me, otherwise he would not come to you. Glaub mir, sonst würde er nicht zu dir kommen. Yes? Ja? He don't want to come to him actually. Er würde nicht zu dir kommen. Eigentlich sei wie sein Jesus. He can be any place according to the situation. If time comes, he can be Christian Simon. Wenn die Zeit kommt, kann Simon Christ sein. Er sagt, ich bin Simon. He go Islam, he say Muhammad. Und wenn er im Islam ist, sagt er Muhammad. He go Israelite, he say Isaiah. Und wenn es Israeliten gibt, sagt er Isaiah. And I say to angel, what are you doing? Why are you giving such a name actually? Und ich sag zu dem Engel, was gibt ihr denn hier für einen Namen? Angel say, what we know, you don't know. Und ich sag, was wir wissen, weißt du nicht. God was saying to them, what I know, you don't know. Gott hat zu ihnen gesagt, was ich weiß, was ihr nicht. And angel was saying, you don't know. Write down his name, Simon Yesiah. Mohammed, okay. Und sie haben gesagt, schreib seinen Namen nieder, Simon Jesaja Mohammed. Zu Deutsch Sneaky Pete. Er liebt wie ein Christ, macht Kriege wie ein Moslem und ist trickreich wie ein Jude. He want to finish. Das ist ein Trend. Das ist ein Trend. Nein. Simon schreibt, Moses weiß He want to finish his meditation study actually. Er möchte sein Meditationsstudium beenden. Ich bin Yogameister in Dubai. He go Dubai? Er geht nach Dubai. He said, I'm a Mohammed, I will teach you new technique. Ich bin Mohammed und ich lehre euch neue Technik. All rich people gonna come. Oh, die ganzen reichen Leute kommen. Because heutzutage Dubai women, Islamic women, they want to know meditation, yoga. You know? Und die heutzutage, die islamischen Frauen in Dubai, die wollen Meditation und Yoga kennenlernen. But now question is, du willst nur reinschreiben, damit du auch rein abkriegst. Question is if he meditate. Emi macht mit. If he the meditate. No, he looking like weißt du was sagt er? Ich komme mit. You saw his eyes? He look at you. Come on. You know how he look at you? You saw Emi? How he look at you? Come on. Yes. But meditation layer making money in Islamic country, this is our goal. Ja, ist Meditation und Yoga in islamischen Ländern zu lernen unser Ziel? I say, I will teach you new technology, new technique of meditation.
Und ich sage, ich lehre dir eine neue Technik der Meditation. How body, wie der Körper, can fulfill their purpose in spirituality. Sein Zweck in der Spiritualität erfüllen kann. How universal mind can find true thinking in God actually. Wie der universale Verstand wahres Denken in Gott erlangen kann. That's a new technique. Okay? Das ist die neue Technik. How universal Bewusstsein can be like a cloud in spirituality. Und wie ein universelles Bewusstsein wie eine Wolke in der Spiritualität steht. They all only he has to do like an auto training. He say lay down everybody. And then he reading the book. Und was wird er tun? Er sagt, legt euch alle hin und das Buch vorlesen. That's what auto-gate training people do. Ja. Das ist, was sie auditiven Training machen. Autogenes Training. And they're taking you fantasy that you are now in mountain. Und sie nehmen euch mit in die Fantasie und sagen, nehmen euch mit in die Berge. You just allow. Du entspannst dich einfach. Your partner is in the hell actually. Euer Partner ist in der Hölle. Just feel harmony. Feel harmony. Like you never see him again. Als würdet ihr nie wiedersehen. They try to imagine nice, one wonderful thing, where you feel after when you open your eyes, you say, Und sie wollen, dass ihr euch eine wunderbare Welt ohne Partner vorstellt. Nee, that partner, that's joking. But they come back their imagination. Aber sie kommen zurück in ihre Einbildung. They feel good, actually. Sie fühlen sich dort gut. Because the teacher, he was taking you many wonderful places, actually. Denn dieser Lehrer hat euch an viele wunderschöne Orte mitgenommen. He can take and he can read. I will tell you which book you have to read. They will not only, when they come back, they will say, oh Simon, I really saw paradise. Und wenn sie zurückkommen, werden sie sagen, oh Simon, ich habe wirklich das Paradies gesehen. I was really far away. Ich habe wirklich weit weg. Und wenn Paradies sagt, ich kann auch den Himmel zeigen. Yes. Can you give me this book, actually? Kannst du mir dieses Buch geben? Then he fulfilling the purpose of new meditation technique. Und dann hast du den Zweck der neuen Meditation. We can use everything from God's side. Wir können alles für Gottes Seite verwenden, ja? Kriegslisten sind erlaubt. Emotional meditation. Emotionale Meditation. Conscious meditation. Gewissensmeditation. Even you want, I gonna write book for 6 meditation revolution and technique, and I will give you this book. You can write on. Schriftsteller is Simon Carr. Und ich schreibe dir gerne dieses Buch, die 6 Meditationstechniken, ja? Revolution der Meditationstechniken, und du schreibst dann deinen Namen darunter, Simon Kahn. Ich mache hier Zitate und Mama muss aber übersetzen. Oh. Yes. So this is always when you connected with some things. Und deswegen, es hängt immer davon ab, ob du es mit etwas verbindest. So, you reach some position slave. Und du and servant position and kind position. Ihr reicht eine Position, Sklave, die kind Position, die Abel Position. And then you get. Und die Dienerposition noch davor. You get Ausnahme merit. Und dann erhaltet ihr den besonderen Ausnahmevorteil. Heaven, blue being and golden being will say, they will say, you are our family. Und dann werden die goldenen und blauen Wesen der Himmel zu euch sagen, du gehörst zu unserer Familie. Long time ago, say one family world. Vor langer Zeit haben wir gesagt, die eine Weltfamilie. But did you ever thought one family world he's saying, but who is the parental position? Habt ihr jemals darüber nachgedacht? Er redet über die eine Weltfamilie, aber wer wird in der elterlichen Position sein? I'm telling you, right the way you say Gott. Gott. Und ich sag euch, ihr hättet darauf direkt mit Gott geantwortet. Gott, Gott, Gott. 2 days ago I was asking. Oh Gott, oh Gott. Ja. Today, 2 Tage, Mathilda war bei mir. Yeah? Heute, diese Mathilda, 2 Tage war sie bei mir. One kindergarten, some child say, Gott gibt nicht. Yeah? Ein Kind hat im Kindergarten zu ihr gesagt, Gott gibt es nicht. She said, Gott gibt's. Und sie hat gesagt, Gott gibt es. Yeah? So she was by me, I said, glaubst du Gott? Und ich habe sie gefragt dann, als sie bei mir war, glaubst du an Gott? You know what she said? Wisst ihr, was sie gesagt hat? She was sitting near the table. She said, du meinst Gott?
Und sie saß nahe mit mir am Tisch und sagte, du meinst Gott? Also ja, Gott. Sie sagte, ja, Gott. She said, Gott, ja, Gott. Sie sagte, Gott, ja, Gott. I say, she got it, actually. Ja, sie hat gesagt, sie hat die Technik. You don't need to teach this children anybody. Du musst diesem Kind nichts mehr beibringen. So, enkel children for her. And all this new generation, only what you have to do, every evening read one book. I lost my heart for children. Und deswegen, die zukünftigen Generationen, sie werden alles haben. Ihr müsst nur eine Sache tun. Jeden Abend liest ihn aus den Büchern, ich verlor mein Herz für Gott vor. And I give you guarantee if your children are small, yeah? Und ich gebe euch die Garantie, wenn eure Kinder klein sind. You read and God will take them as a gift. Ihr werdet das lesen und Gott wird sie als Geschenk mitnehmen. What else you want? Was mehr wollt ihr für eure Kinder? Yes. So this was parental position, yeah? Das war die elterliche Position. So you got it? Yes. Habt ihr es verstanden? Okay. In your Knochen, ne? In euren Knochenmark aufgenommen? Yes. So we have to serve. Today I also want to make meditation. Heute wollte ich eigentlich auch Meditation machen. And I will teach you some meditational technique. You can do home too, 2 o'clock night. Und ich werde euch auch ein paar Meditationstechniken beibringen, die ihr um 2 Uhr nachts selbst machen könnt. And I do here actually. Und die mache ich hier. This is okay? Ist das okay? Yeah. Yeah? Before we do meditation, I explain you. Yes. You take a 5-10 minute break. Nehmen wir eine 5-10 minütige Pause. Yeah. Okay. And maybe open this window. Okay.